Interessant. Team Evil. Da, das ist ein neues Level. Das ist ja gerade mal ein komplett neues Level, Alter. Garnet Trooper, das kannst du dir voll knicken. Tschüss. Ja! Okay, okay. Freunde, in der Folge heute müssen wir wen kontrollieren. Und zwar wurde der Garnet Trooper gerade gemeldet. Den sollen wir uns angucken. Das Ding ist, auf diesem Grundstück hier ist einfach gar nichts drauf. Aber wenn ihr mal in die Erde guckt hier vorne. Jetzt hat er sich geduckt oder was? Hä? Ah da, hier. Jetzt ist er wieder weg. Okay, also das Ding ist einfach, hier ist gar nichts drauf auf diesem Grundstück. Sieht komplett leer aus. Aber Garnet Trooper wurde gemeldet wegen Scammen und Duplizieren. Und den werden wir in dieser Folge uns mal angucken, weil irgendwas scheint ja hier unter dem ganzen grünen Zeug zu sein. Irgendwas ist da wohl versteckt, Freunde. Bitte denkt dran, wenn ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, abonniert doch mal auf dem Kanal hier rein, das wäre ziemlich nice von euch. Gönnt das einfach mal und seid mit am Start. Und ja, ich werde das jetzt einfach mal abchecken, weil das ist ja natürlich schon komisch, wenn jemand oberflächlich gesehen quasi ein leeres Haus hat, direkt hier auch am Rand der Karte, weil hier sind ja noch freie Plots. Dann frage ich mich schon, was da unter der Erde ist, Freunde. Ich schreibe dir am besten einfach mal eine Nachricht, und zwar Garnet Trooper. Hey, ich frage mal, kann ich was kaufen? Weil ich gehe mal davon aus, bei dem Garnet Trooper, der wurde ja wegen Scam und Duplizieren gemeldet, dass der definitiv irgendwas verkauft da unten. Ich tue mal einfach so, als wüsste ich, worum es geht. Ja, ansonsten bin ich gespannt, was da kommt, was hier unter der Erde ist, Freunde. Oh, ich gehe natürlich noch aus dem Game Mode, nicht, dass der merkt, dass wir im Game Mode sind. So. Und ich nehme mal schnell ein paar Steaks. Ups. Woher weißt du, dass ich was verkaufe? Ja, ja, woher weiß ich das wohl? Garnet Trooper. Ein Bekannter hat dich empfohlen. Empfohlen, Freunde. Er hat gesagt, dass Garnet Trooper eben scammt. Bin mal gespannt. Okay, Ghouls. Ich schicke meine TPA. Ich schicke meine TPA an Garnet Trooper. Mal gucken, ob er die annimmt. Und sind wir nämlich auch da bei ihm. Und ich bin so gespannt, was da unten ist. Ich bin echt gespannt, Freunde. Also, wenn jemand gemeldet wird wegen Scamming, ist das ganz normal. Aber er wurde eben wegen Scam und Duplizieren gemeldet. Und es gibt viele Leute, die wegen Duplizieren gemeldet werden. Die scammen aber meistens dann nicht. Oder, das ist auch das Ding, es sind einfach nur Leute, weißt du, da ist jemand böse und meldet dann eben einfach den, ja, wo er jetzt gerade von getötet wurde. Oder einer, den gescammt hat, wird dann wegen Duplizieren gemeldet. Aber dass jemand wirklich dupliziert, das wäre schon interessant, Freunde. Also davon gibt es wenig Leute auf dem Server, die das machen. Beziehungsweise es auch können. Es gibt ganz wenige, die es können. Was willst du haben? Scheiße, was will ich? Ich weiß ja gar nicht, was der verkauft. Nimm mal TPA an. So, versuchen wir das erstmal so. Ich würde nämlich gerne irgendwie unter die Erde kommen. Wieso sollst du zu mir? Verdammt. Wieso sollst du zu mir? Mein Kumpel sagte, es sieht geil aus da unten. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, wie wir ihn überzeugen sollen, dass er unsere TPA annimmt, außer jetzt hier eben ein bisschen so schmeicheln. Freunde, ich hoffe, es klappt. Ich hoffe, er nimmt es an, vertraut uns und dann können wir es wirklich... ja. Versuchen wir es so mal. Ich hoffe, es klappt, Freunde. Und dann nimmt es... Ich schicke nochmal eine TPA raus an den, Garnet Trooper. Schick TPA, okay, super. Das ist nice. Er hat angenommen, das heißt, wir werden jetzt nach unten kommen und ich bin gespannt. Yo! Sheesh! Alter Schwede, sind hier viele Beacons. Und das ganze Ding ist aus Batchwork gebaut. Du darfst niemandem davon erzählen. Team Evil, okay. Das ist interessant. Ja, klar, weiß. Weiß ich doch. Sheesh, also gut, dass wir die Meldung bekommen haben. Weil wenn ich mir das hier mal angucke, Freunde, das sieht mir schon stark nach einem Duplizierer oder sowas aus. Interessant. Team Evil. Alter, hier ist ja alles aus Bedrock, Mann. Der hat ja unterirdisch eine richtige... Der hat sich eine richtige Festung gebaut, die man von oben gar nicht sieht. Da ist nämlich nur Gras. Was ist das da vorne? Türen? Okay. Ist da irgendwas hinter? Nee. Alter, hier ist auch noch Glowstone an den Wänden. Alter, ist das groß. Und hier sind auch schon Spinnweben. Ich glaube, der möchte absichtlich so ein bisschen auf geheimnisvoll machen oder sowas. Ja, moin. Hier ist, glaube ich, das Lager. Ich hoffe mal nicht, dass all die Truhen voll sind mit dupliziertem Zeug oder so.
Oh Mann. Und da hat gerade jemand unseren Undercover-Account enttarnt, der Pyro-Stuff. Grüße gehen raus an dich, bitte verrate uns nicht. Das wäre jetzt gerade ziemlich blöd, weil ich glaube, tatsächlich haben wir wirklich einen Duplizierer gerade gefunden, den Gunny Trooper. Also, ich sag's mal so, wir wissen es natürlich noch nicht, wir müssen es erst prüfen. Aber wenn ich hier sehe, dass hier der Unterirdische eine geheime Basis errichtet hat und hier so ein Lager steht, könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht wirklich dupliziert wurde. Müssen wir mal gucken. Gunny Trooper. Ich habe genug Beacon. Wie teuer sind Beacons? Sheesh. Ist hier noch irgendwas? Also der, guck mal, wie viel Truhen der hat. Das ist ja alles voll hier. 10? 10 Dollar für einen Beacon. Okay. Ich nehme mal 5. Puh. 10 Dollar für einen Beacon wäre super günstig, weil ein Beacon kostet eigentlich 1000. Sicher. Ja. Also ich paye jetzt gerne Trooper mal 50 Dollar. Dann kriegen wir jetzt ja 5 Beacon anscheinend. Das wäre krass. Dann schick mir den Code. Hä? Habe dir Geld überwiesen. Bist du blöd? Was meinst du? Ich dachte, du kommst von einem Kollegen. Ja, der sagte, du verkaufst mega billig. Oh, hier, was? Hier wird nur mit Paysafe bezahlt. Oh, ja moin, Freunde. Das ist ein neues Level. Das ist ja gerade mal ein komplett neues Level, Alter. Sheesh. Das Ding ist einfach, viele Leute duplizieren und versuchen reich zu werden auf dem Server oder scammen oder so. Aber der Typ, der versucht einfach echtes Geld, also echte Paysafe-Karten zu bekommen. 32 Beacon für 10 Euro Paysafe-Card, krass. Freunde, ich glaube, ich wurde ja gerade erkannt, dass... Ach, verdammt, mein Account wird gerade so entdeckt. Es schreiben gerade immer mehr Leute, also irgendeiner von den Leuten, die mich quasi gerade enttarnt haben, die sagen das hier weiter, dass ich quasi Owner bin. Ich mache mal eine Whitelist an. Und jetzt machen wir kurz Folgendes, Freunde. Warum spammt er mich denn zu, ob ich irgendwas kaufen möchte? Nein, ich möchte nichts kaufen bei dir. Ich schmeiß mal kurz eben alle vom Server, die irgendwie uns vielleicht enttarnen könnten, weil das geht gerade so rum anscheinend. Ist da noch irgendeiner bei? Hier, Bananen, irgendwas, den schmeiß ich auch nochmal raus. Ich hoffe, dass es sich nicht so weiter verbreitet. Lichtmute, oh Gott, wir werden gerade so enttarnt, heftig. So. Ich fürchte, es kann was mit dem neuen Scoreboard zu tun, dann wären wir hier ein neues Scoreboard an der Seite. Das bedeutet, Gunny Trooper könnte uns auch entdecken, wenn wir Pech haben. Ich hoffe, das passiert nicht. Weil das gerade sehr viele Leute wissen. Ich hoffe, es passiert wirklich nicht, weil das ist gerade so spannend. Der hat einfach, der will einfach echtes Geld, Mann. Das ist ein neues Level auf dem Server von den Duplizierern. Die gehen gerade auf eine neue Stufe und ich fürchte, die Stufe ist sogar so, dass sie wirklich illegal ist. Okay, ich kaufe 64 Beacon für 10 Euro Passive. Ich versuche mal einfach hochzuhandeln, Freunde. Tu mal so, als wäre ich wirklich interessiert. Hat er noch irgendwas geschrieben hier vorhin? Hat er noch irgendwas geschrieben zu uns? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht, Freunde. Ich glaube nicht. Ich hoffe, 15 für 64. Okay. Ich nehme es jetzt nochmal an. Ich habe ja eh keine Paysafe-Card hier. Ich glaube, für 15... Kann man 15 Euro mit Paysafe-Card bezahlen? Ich glaube... Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Der wird sich schon... Was ist denn da in der Ecke? Aha, hier sind noch mehr Truhen. Die sind hier total im Dunkeln. Man sieht die wahrscheinlich kaum in der Aufnahme. Hier sind noch bestimmt so 6 Truhen. 5 Truhen sind das. Die sind hier im Dunkeln noch. Okay. Mein Freund sagte, du gibst
First. Ich versuche mal jetzt einfach, den irgendwie zu überreden, dass er uns kurz zuerst die Sachen gibt. Aber warte, ich kann ja mal Folgendes machen. Ich kann ja mal Infzi machen bei Gunny Trooper. Yo, er hat wirklich ein Stack, Leuchtfeuer. Er hat wirklich ein Stack. Okay. Okay. Wie machen wir das jetzt? Ich muss erst dein Vertrauen gewinnen. Was ist Team Evil? Ich frage mich auch die ganze Zeit, was Team Evil ist, weil da oben stand ja ein Schild. Also wenn ihr euch noch erinnert, ganz am Anfang der Folge stand da oben ein Schild, wo drauf stand Team Evil. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an das Duplizierer-Team Platin hießen die. Die haben jetzt ja aufgegeben. Da gibt es auch einen ganz langen Text so auf Twitter. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Team Evil sowas ähnliches ist wie Team Platin. Und dass die wahrscheinlich gemeinsam versuchen zu duplizieren. Weil zum Duplizieren braucht man, soweit ich weiß, ganz viele Freunde oder Bots. Sonst geht es nicht. Oh, wir sind, hier schreibt es auch. Wir sind ein neues Undercover-Scammer-UVM-Team. Kann ich mitmachen? Ich versuche mich da mal jetzt irgendwie reinzuschleusen. Puh. Nein, wir bleiben unter uns. Versuch war es ja wert, Freunde. Aber jetzt wieder zurück zum Thema. Okay. Ich muss noch was machen. Was denn? Um dich zu testen. Er will mich mitkommen. Okay. Er will mich testen. Okay, ich habe gerade ein bisschen eine Ahnung, worum es geht. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass es hier rumgeht. Es wird um die Türen gehen. Der will mich testen. Stell dich hier hin, okay? Verdammt, Freunde, verdammt. Der will uns... ich weiß, worum es geht. Das hat er wahrscheinlich vergessen. Der will einen Test machen, ob ich Owner bin. Weil ich habe ja gerade einen Undercover-Account hier. Ich habe ja auch nur zum Beispiel $950 noch auf dem Server und so. Da hat mich schon wieder einer erkannt. Das gibt's doch nicht. Ich hoffe einfach, dass es nicht rauskommt. Andererseits macht der jetzt ja eh einen Test. Jetzt, sofort. Also, du gehst jetzt auf jede einzelne Druckplatte. Das Ding ist nämlich, wenn ich kein Admin wäre, dann würden diese Platten nicht auslösen. Das für der nächste, David. Ey, er spammt mich heute auch komplett zu. Tschüss, David. Boah. Wir können froh sein, dass noch keiner irgendwie öffentlich das im Chat gepostet hat bisher, dass ich abgebin. Da können wir echt gerade froh sein. Das Doofe ist, wenn ich jetzt hier drauflaufe, sonst bann. Ja, wenn ich jetzt drauflaufe, dann wird die ausgelöst und der weiß, dass ich Admin bin. Ist da eine Sprengfalle drunter? Ich versuche mal kurz irgendwie Zeit. Geh jetzt. Ich versuche mal irgendwie Zeit zu gewinnen. Was? Ich kann mich da eigentlich gar nicht mehr rausreden, Freunde. Das Ding ist einfach, wenn ich drauflaufe, wird das ausgelöst und der weiß, dass ich OP habe. Dass ich Admin bin. Nein, da ist keine Falle. Ich glaube dir nicht. Du gehst da jetzt rein. Ah. Jetzt verarsche ich ihn mal. Hier rein? Ja, mir fällt leider gerade nicht mehr ein. Bist du komplett behindert? Außer ihn so ein bisschen hier zu verarschen, Freunde. War das... Ja, komm. Ihr seht es, wenn ich reinlaufe, ist wieder ausgelöst. Jetzt weiß der Typ, dass ich abgebinden. Ich schreibe es auf Folgendes. Zufrieden? Oh, guck mal, Er läuft nur weg. Er hat es jetzt erkannt. Oh, er will bestimmt was retten. Der will was retten. Schnell hinterher. Wir brauchen eine Fackel. Was macht er da? Er geht an die Truhen schon wieder hier. Gunny Trooper, das kannst du dir voll knicken. Tschüss. Ja! Okay. Ja, moin. Oh. Sind das viele Beacons, Alter? Was zum Henker? Guck mal, wie viele Beacons das einfach sind hier. Was? Hier ist alles aus Beacons einfach. Sheesh. Oh, er ist wieder da. Warte mal, der will bestimmt wieder abhauen. Kill. Wo ist denn der jetzt hin? TP. Nein, der soll nicht abhauen mit den Sachen. Ach hier, er ist oben auf seinem Plot. Das ist der falsche. Ich muss Gunny Trooper jetzt ganz schnell mal eben kill. Wo ist denn der jetzt schon wieder hin? Ach hier, okay. Ich werde erstmal kurz eben die Sachen hier entfernen. Ich hoffe, dass nicht alle... Der hat per Auto gemacht. Schnell wieder zurück zu Gunny Trooper. Ich hoffe einfach mal, dass nicht in allen Truhen hier Beacons sind. Das wäre nämlich so krank. Also ich finde allein schon diese
Diese paar Truhen sind schon echt viel gewesen jetzt. Diese fünf Doppeltruhen voll. Puh, ich brauche nochmal eben eine Fackel. Ich nehme mir nochmal schnell hier eine Fackel. Nicht, dass wir da ein paar Sachen liegen lassen, weil die sind ja echt viel wert, die Beacons. So, clear, 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 clear. Clear, sind hier irgendwo noch Sachen? Hm? Ich suche nochmal den Boden ab. Hier sind noch welche. Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Wer hat dir das erzählt? Tja, gerne Trooper. Wenn man die Leute verarscht, dann melden die das eben auch mal einfach dem Server-Team. So leicht ist man dann am Arsch. Ich schreibe mal zurück. Justin. So. Hier ist, glaube ich... Ja, hier ist nichts drin. Okay. Hier ist nichts drin. Das ist das überall so. Ich guck mal jetzt ein bisschen durch hier. Ja, ich glaube, das Gute ist, hier ist das Lager noch nicht voll. Damit ist dein Duplizierer-Team wohl am Arsch. Dieser scheiß Dreckskind. Okay, okay. Alles klar. Aber auch hier allein, das ist schon so krass. Der hat locker hier einen Stack Beacons verbaut. Ich werde jetzt mal Folgendes machen, Freunde. Wir haben noch mehrere Lager. Hahaha. Geile Trooper, ich sag's dir. Die Community sieht das Video hier, die Community im Server, die wird dich melden. Sobald du anfängst, an Leute zu verkaufen, wird es immer einen geben, der irgendwann dich verrät. Und wir werden dich kriegen. Genauso wie wir Team Platin fertig gemacht haben, werden wir auch hier dieses Team Evil fertig machen. Was willst du gegen uns machen? Wir sind mehrere Leute. Ja, das ist schön für euch. Aber wir werden so lange... Wir werden nicht aufgeben. Wir werden einfach immer dranbleiben. Auch er schreibt auch, wir werden nicht aufgeben. Aufgabe. Wir werden nicht Aufgabe. Okay. Aufgaben. Wir werden nicht auf... Gut, also wir vom Server-Team, wir werden nicht aufgeben. Er wird nicht aufgaben. Kein Problem, Freunde. Ich werde erst dieses Grundstück hier mal resetten. Und Garnet Trooper kriegt natürlich einen Bann. Ich befürchte, wir machen dich fertig. Ich fürchte einfach nur, dass der Account von Garnet Trooper einfach nur ein Alt-Account ist. Ich kann mal kurz sein Geld abchecken. Genau, er hat nämlich auch nur 1050 Dollar. Das sieht man auch daran. Jetzt werde ich ja auch beleidigt. Ich fürchte, dass das nicht der echte Account ist von dem. Der hat wahrscheinlich irgendeinem anderen den Account geklaut oder er hat einen alten Account gekauft. Und ja, mit dem bringt es quasi nichts, wenn wir ihn bannen, weil der richtige Account noch da ist. Und wahrscheinlich hat er noch mehrere andere Accounts, wo auch Items drauf sind. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Genauso wie wir andere Duplizierer-Teams zerschlagen haben, werden wir auch hier dranbleiben, Freunde. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, bis dann und tschüss. Wenn du mich noch nicht kostenlos abonniert hast, klick doch jetzt hier auf mein rundes Bild, um mich kostenlos zu abonnieren. Oder weiter unten auf den Abonnieren-Button. Vergiss bitte auch nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du immer benachrichtigt wirst, falls ich ein neues Video hochlade. Und jetzt gibt es hier das Video von gestern, was ziemlich cool war. Morgen gibt es dann ein brandneues Video. Und mein Instagram heißt Geinsta, da kannst du mir sehr gerne folgen. Hab jetzt auch einen sehr schönen Tag. Bis dann und ciao.